Weiter geht's bei Hearts of Iron 4 und der The Great War Mod. Wir sind im Jahre 1914, der großartige Prinz Ferdinand ist gestorben. Und wir müssen eine Menge machen, bevor wir in diesen Krieg eintreten können. Und ich habe mir auch die Ostfront nochmal angeguckt und habe mir gedacht, wir werden diesen Befehl ein bisschen gen Süden schieben. Ich möchte nämlich gerne hier über Warschau gehen. Und unter anderem wird hier oben die Armeegruppe, ich weiß gar nicht, ob er da auch die genommen hat. Ja, sehr gut. Die Armeegruppe wird ein extra Befehl erhalten. Wir werden nämlich einen Durchbruch versuchen und ich möchte gerne Richtung Vilna stoßen. Einmal hier lang, sodass wir idealerweise vielleicht sogar hier lang Richtung Dvinsk, dass wir den Teil im Riga hier komplett abtrennen können. Also quasi hier hoch. Und gucken wir mal, ob wir das vielleicht noch verschieben können. Dahin und darüber. Genau. Einmal über Kovno an Vilna vorbei Richtung Dvinsk, sodass wir hier einen Stoßtrupp bilden. Es ist natürlich die Frage, wenn wir einen Stoßtrupp haben, sollten wir natürlich auch mehr von unseren Stoßtruppen dabei haben oder unsere Schutztruppe. Die hier. Nicht die, Quatsch, die Stoßtruppdivision. Da sollten wir auf jeden Fall ein paar dabei haben. Die Schutztruppe haben wir natürlich jetzt auch mit drin. Die würde ich auch gerne noch ein bisschen aufrüsten. Die Schutztruppe finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Ach, die haben wir jetzt mitten. Das ist natürlich ärgerlich. Die haben wir da mitten in den Angriffskrieg mit reingebracht. Dann bringen wir die Schutztruppendivision nochmal um 2 Bataillone nach vorne. Okay, dann haben wir da zumindest noch ein bisschen mehr Kampfkraft drinne. Die Infanteriedivisionen sind noch ein bisschen besser ausgestattet. Die haben zum Beispiel Artillerie. Und dann brauchen wir auf jeden Fall unsere Stoßtruppendivision. Und davon sind wahrscheinlich noch keine fertig. Das würde mich zumindest sehr wundern. Die Frage ist, ob wir hier auch welche haben. Wir haben davon allgemein sehr wenig, von unseren Stoßtruppen. 4 Divisionen haben wir davon. Pass auf, dann machen wir das mal anders. Dann machen wir davon weniger. Davon erstmal jeweils nur eine. Und von den Stoßtruppen machen wir erstmal mehrere. Und die bekommen auch Supply-Priorität. Die müssen erstmal ausgebildet werden und hiervon, das setzen wir runter. Dass wir hier unsere Stoßtruppen in den Franken fertig kriegen. Die brauchen wir auf jeden Fall hier oben in der Armee, wenn wir durch Brüssel Richtung Frankreich vorstoßen. Ansonsten wird das hier nichts. Mit dem paar Trüppchen hier wird das nichts. Mal gucken. Mein Plan ist grundsätzlich erstmal versuchen, die Westfront zu halten. Und wir werden dann massiv an der Ostfront vorstoßen, sodass wir dann hier möglichst schnell Truppen abziehen, um wiederum dann an der Westfront Truppen frei zu haben. Und gleichzeitig werden wir möglichst schnell auf Panzer gehen, sodass wir in der Lage sind, hier mit Panzern durchzustoßen. So ist zumindest die grundsätzliche Idee. Deswegen habe ich die Flugzeuge hierhin abgezogen. Jetzt ist die Frage, wir haben im Prinzip noch 2 offene Punkte, bevor wir weitermachen können. Wir haben einmal den offenen Punkt der Flotte und der Kolonien. In den Kolonien stehen jetzt natürlich auch noch ein paar Truppen. Das sind unter anderem diese Schutztruppen, die da jetzt rumstehen. Das sehen wir hier. Eine Kavalleriedivision und da haben wir auch noch welche. Ich würde grundsätzlich bis auf das Kamerun hier alle Truppen abziehen. Das heißt, wir ziehen alle Truppen da oben hin. Ich zeige euch auch gleich, warum. Meine Hoffnung ist, dass wir mit diesen Truppen hier in der Lage sind, beim Thema Ressourcen vorzustoßen. Wir haben hier nämlich in dieser Provinz 19 Reifen, 42 Reifen und die brauchen wir natürlich früher oder später für unsere Produktion, was Flugzeuge angeht. Das heißt, wir konzentrieren uns lediglich auf Kamerun und werden versuchen, von hier aus vorzustoßen und uns diesen Bereich zu holen und dann zu sichern. Das hat vor allem den großen Vorteil,
dass wir uns hier ein bisschen besser verteidigen können. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das am Ende des Tages klappt, weil wir ja von allen Seiten angegriffen werden. Da bin ich halt gespannt. Das werden wir sehen. So, dann machen wir aber erstmal mit der Flotte weiter. Da habe ich mir tatsächlich noch keine großen Gedanken gemacht. Mit der Flotte. Wir haben hier relativ, also das ist relativ verstreut. Wir haben hier zum Beispiel die Königsberg. Die hängt dort unten. Die holen wir auf jeden Fall schon mal, also die holen wir auf jeden Fall schon mal zurück. Dann gibt es das Ostasien-Schwadron. Ja, das ist hier drinnen in irgendeinem deutschen Bereich, aber so richtig, wenn ich ehrlich bin, interessant finde ich das nicht. Also das ist auch wieder verstreut auf der ganzen Welt und das gefällt mir nicht. Das werden wir erstmal, das holen wir erstmal nach Wilhelmshaven. Dann holen wir die Königsberg nach Hamburg, beziehungsweise euch können wir auch nach Hamburg holen. Soll gleich ein bisschen trennen. So, die Mittelmeerdivision. Ja, die ist hier unten. Die ist dahingegen aber ein bisschen schwach. Deswegen könnten wir die Ostasien-Schwadron und die Königsberg tatsächlich auch ins Mittelmeer beordern. Liegen die da? Die machen Liegestütze. Wie geil ist das denn? Diese Animation ist anscheinend irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Wie geil ist das denn? Die machen Liegestütze. Hammer. Okay, das ist cool. So, dann haben wir die hier. Und hier sind jetzt auch wieder eine ganze Menge Schiffe drin. Und ich bin ja kein großer Freund von diesen kleinen Flotten. Ich habe tatsächlich dann eine große Flotte und schicke die dann in die Schlacht. Ich weiß ich nicht. Ich bilde mir ein, dass das besser ist. Anders ist das bei U-Booten, aber ähnlich wie hier. Ne? Da haben wir eine entsprechende Flotte. Da sind die Zerstörer drin. Die leichten Kreuzer, Fürst Bismarck, die Preußen, ein paar schöne Schiffe. Wo ist der? Wo ist er? Er ist hinten in Königsberg. Das Schlachtschwadron ist dort. So. Und er ist dort. Ich würde tatsächlich sagen, wir fassen die ganzen hier zu tatsächlich einer Flotte, bis auf die U-Boote, zusammen. So. Das fassen wir zusammen zu einer Flotte. 95, das ist die größte Kampfflotte, die wir haben. Und ihr werdet bitte komplett rausgenommen. Das ist nämlich der U-Boot-Krieg. Das ist U-Boot-Krieg. Dann werden wir dich und dich zusammenfassen zu einem neuen Theater. Und das ist das im Mittelmeer. So. Und das ist, wie nennen wir das? Nordsee-Ostsee. So. Okay, dann nächster Schritt. Jetzt habe ich hier komplett die Orientierung verloren. Wir brauchen bei den U-Booten auf jeden Fall einen fähigen Admiral, der idealerweise was mit U-Booten zu tun hat. Spotting Speed, Positioning, Submarine Attack. Na bitte, da haben wir doch schon einen. Skill, Defense, Fleet Speed, Wire Retreating, Positioning. Ah, das ist alles eins, von der ist es egal. Dann nehmen wir ihn. So, das passt. Das sieht gut aus. Dann haben wir die Flotte hier unten. Die fassen wir noch, die fassen wir jetzt auf jeden Fall zu einer zusammen. Und die Flotte wird sich bitte positionieren dort und bekommt ein Admiral. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich würde nicht den besten nehmen. Wir sortieren das mal nach Skills. Der Herr Franz Hipper. Wir hätten Alfred Tirpitz. Spotting Speed. Blockade Runner ist vielleicht eher oben der Kollege. Franz von Hipper mit der Spotting Speed ist vielleicht gar nicht so schlecht geeignet dafür. Wir haben hier zwei Heavy Cruiser, zwei Light Cruiser, sieben Destroyer. Das ist keine große Flotte. Die sollen ja aber grundsätzlich auch nur hier so ein bisschen mit unterstützen. Bei unseren Österreich-Ungarn-Kollegen. So. Okay, das wäre das Thema. Dann die Befehle geben wir gleich. Jetzt werden wir erstmal das Ganze organisieren. So,
Dann haben wir die beiden. Die sind da. Die können bitte damit rein. Dann haben wir das Thema nämlich auch. So. Die sind dort. Das ist die... ein Cruiser-Schwadron. Das ist das Schlachtschwadron 1. Die können wir damit reinpacken. Das sind die Rune und die Prinz-Heinz-Klasse. Ja, die packen wir damit rein. Jetzt gucken wir mal grundsätzlich, wie das aussieht. Da haben wir 6 Battleships, 4 Heavy Cruiser und 21 Destroyer. Wie sieht das hier aus? Ein Battleship, Heavy Cruiser und eine ganze Menge Destroyer. Da könnte man ein paar mehr gebrauchen. Hier wiederum haben wir sehr viele Battleships. Dann nehmen wir doch mal von hier die Dreadnoughts der Helgoland-Klasse raus und packen die damit rein. Ja. Lassen wir mal ein bisschen weiterlaufen. Dass diese Sachen hier grundsätzlich erstmal in Gang kommen. So. Da fahren sie los. Alles klar, sehr schön. Unsere Kreuzer. Das sieht mir eher nach der Bismarck aus. Aber komm, ist ja egal. Auf jeden Fall sehr schöne Schiffe. Gut. Wo fahrt ihr hin? Zu ihm hier. Und ihr seid hinten in Königsberg. Passt. Dann gucken wir mal. Er hat jetzt 4 weniger, aber immer noch relativ viele Battleships. So, das heißt, wir haben hier auch 8 Battleships, 4... Er hat hier relativ viele kleine Kreuzer. Da können wir noch mal ein paar abziehen. Nehmen wir mal von Gazelle, Bremen und Kohlberg Klasse. Und Magdeburg noch mal welche da mit rein. So, dann haben wir hier ein paar mehr leichte Kreuzer drin. Er hat da mehr Schiffe. Und er ist dort. Die Frage ist, warum schicken wir ihn nicht damit rein? Ja. Und das sind Heavy Cruiser, die kommen da oben mit rein. Und diese leichten Kreuzer können tatsächlich auch damit rein. So. Da sind jetzt 65 Zerstörer. Wow. 23, 23, 34. Ich würde tatsächlich von diesen 65 Zerstörern noch ein paar rausnehmen und eine eigene Zerstörergruppe bilden. Denn die sind mir doch, also das ist mir dennoch jetzt echt ein bisschen viel. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Zumal hier noch einige aufgerüstet werden können. Ich würde sagen, wir versuchen hier mal ein paar rauszunehmen. Also 80 sind echt ein Tuck viel. Jetzt muss ich mal gucken, wir können hier auch... das wollte ich nicht. Open the Task Force Editor. Ne, das wollte ich auch nicht. Dann wird automatisch nachgebaut. Ne, dann nehmen wir die hier manuell raus. Scrollen mal ein bisschen hoch. Wie viel haben wir jetzt drin hier? Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20. Ich denke mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. So, daraus machen wir auf jeden Fall eine neue Flotte und schicken die bitte einmal raus. So. Dann haben wir 29 Schiffe und da machen wir eine neue Flotte draus. Und den geben wir auch ein anderes Icon, das gefällt mir nicht. Das wird ein... Das sollen ja Zerstörer sein. Das wird ein Zerstörer- und Aufklärungsgeschwader werden. Dann nehmen wir mal das Aufklärungs-Icon auch dafür und hier vorne auch. So. Hier möchte ich gerne eine Schlachtflotte draus machen und das soll auch entsprechend das Symbol symbolisieren. Schwere Schiffe bitte. Und dann machen wir uns 2 mehr oder weniger gleich starke Flotten. Und da können wir ruhig bei beiden den Anker nehmen. Das sind im Prinzip so ein bisschen die Aufklärungsflotten. Das ist so ein guter Mix. Und die Flotte wird dann hier in der Mitte in Kiel stationiert werden. Und dann jeweils in die Bereiche springen, wo sie gebraucht wird. So ist der Plan. Dann gucken wir mal, ob das klappt. So, ihr wolltet auf jeden Fall
ein neues Icon bekommen, nämlich einmal das hier. So. Okay, dann lassen wir mal weiterlaufen und hoffen, dass die Schiffe jetzt hier auch reinkommen. Jetzt haben wir hier 37 Divisionen, die sind halbwegs gut trainiert. Sehr schön. Wie sieht das hier mit dem Training überhaupt allgemein aus? Wir sind bei, ja, noch nicht wirklich abgeschlossen, aber ich denke, wir sollten das Training jetzt hier echt beenden. Ansonsten könnten wir hier Probleme bekommen. Wir sind hier nicht mehr, wir sind hier keine Anfänger mehr, also machen wir das da auch weg. Und da bitte auch. Alles klar. Das sieht ganz gut aus. So, sehr schön. Dann haben wir das fertig. Mit der Truppe werden wir weiter trainieren. Das sind, wie gesagt, die Ersatztruppen. Die werden dann für Notfälle aufgerüstet und an die jeweilige Front gegeben. Wir könnten die natürlich zur Infanteriedivision aufrüsten, aber dazu brauchen wir echt erstmal mehr Waffen. Wir haben hier echt massive Probleme mit Infanterie-Equipment. Da müssen wir echt ran. Also, ich würde wahrscheinlich sogar die Produktion hier von Division echt erstmal auf ein Minimum reduzieren. Denn wir haben hier massive Probleme momentan, um Sachen zu bekommen. Also, Reinforcement wird natürlich da die höchste Priorität werden. Das ist ganz klar. Dann haben wir noch 10.000. Oh Mann, ey. Können wir hier noch mehr optimieren? Wie sieht es denn mit Support Equipment aus? Ah, das sieht genauso schlecht aus. Motorisiert läuft ganz gut. Dann machen wir bei dem Motorisiert mal ein bisschen was raus. Da können wir noch nicht mal mehr was rausmachen. Eieieiei. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So, die machen wir jetzt mal raus hier. Diese veralteten, das bauen wir nicht weiter. Dann können wir hier bei der König-Klasse weitersetzen. Ja, wir brauchen echt mehr Militärfabriken. 25 sind echt zu wenig. Was bauen wir denn momentan gerade? Moment, wo war es dort? Ah, wir bauen die Militärfabriken, ja. Wir haben auch den nationalen Fokus dafür. Schwierig, schwierig. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. So. Du hast deine Befehle. Er kann noch nicht. Und dann bleiben wir jetzt erstmal bei den Schiffen. Da sind wir nämlich noch nicht ganz fertig. Die U-Boote, die hier liegen, die werden wiederum geteilt. Das finde ich nämlich ganz praktisch. Ich würde tatsächlich in zwei 15er Bereiche sagen. Und die haben aber auch eine miserable Reichweite, ey. Die U-Boote bekommen auf jeden Fall eine Reparaturpriorität niedrig. Und die können bitte angreifen bis zum hohen Risiko. Okay, passt. Und automatisches Abtrennen für beschädigte Schiffe. Also die Reichweite ist ja echt miserabel. Also es tut mir leid, wenn ich das so ehrlich sage, aber das ist ja wirklich nichts, ne? Ich komme ja nicht mal, wenn ich will, bis dahin. Meine, also da müssen wir echt technologisch noch ganz schön nachlegen, muss ich sagen. Das ist Wahnsinn. Also vor allen Dingen, wenn ich das aus dem historischen Aspekt jetzt betrachte und mir überlege, dass die damals wirklich mit dieser Technologie in den Krieg gestartet sind, das ist schon eine andere Hausnummer, ne? Als der Zweite Weltkrieg, das muss man sagen. Tja, was machen wir denn mit denen? Wir könnten die in den beiden Bereichen oder in den drei Bereichen können wir sie hinschicken. Tja. Sag mal, Konvoi Escort, das macht ja alles keinen Sinn. Wir machen mal eine Strike Force draus. So. Mittelmeer ist noch nicht da. Ihr werdet bitte, und die sind ja auch noch nicht ganz optimal, erstmal positioniert ihr euch da. Und dann dort als Aufklärungsdivision.
Dann werden wir euch nochmal teilen. Und tatsächlich dort ebenfalls Aufklärung. Okay, dann ändere ich eure Position nochmal nach Kiel. Ihr kommt nach Kiel. So. Also, dann haben wir die Flotte, die ist dort. Ihr bekommt den Befehl, dahin zu fahren. Aber auch nur... als Strike Force. Ihr macht das gleiche für den Bereich und den Bereich. Beziehungsweise, nein, ihr sollt nicht rausfahren. Ihr sollt Strike Force werden. Dort und dort. Und er bitte auch Strike Force dort. Und dort. Und du bitte auch Strike Force dort und dort. So, die U-Boote, da muss ich nochmal ein bisschen umbauen. Wenn wir den falschen Befehl bekommen, die sollen natürlich Convoy Raiding machen. Das ist ja sehr ganz klar. Und da bitte auch. Okay, sie können es nur da machen. Alles klar. Gut. Infrastructure Effort. Okay, das gucken wir uns gleich an. Das ist gut. Gehen wir mal in die Pause. Jetzt haben wir die Strike Forces hier gemacht. Wir haben die Aufklärung. Wir haben die U-Boote, die so ein bisschen das Raiding übernehmen. Und ich glaube, dass ich den Befehl nochmal zurücknehme. Nein, das waren die falschen Schiffe. Ah, das ist ja doof. Nee, 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 nee. Die sollen natürlich in beiden Bereichen das Ganze machen. Die hier, den Befehl nehme ich nochmal zurück. Und mache das bitte einmal... dort. Das können wir mal wegnehmen. Ich möchte das gerne in den beiden Bereichen machen. Das macht hier vorne in meinen Augen keinen Sinn. Dann haben wir zwei 15er Truppen, beide jeweils dort. So, Mittelmeer. Die Truppen schon da? Ne, sind unterwegs. Ja, was machen wir mit denen? Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen auf Patrouille da rein. Okay, so, jetzt haben wir die Befehle gegeben, dann haben wir die gegeben und die Sachen auch, sehr schön. Dann Outdated Production, das müssten unsere Schiffe sein hier unten. Da müssen wir uns echt, wir müssen uns gleich auch nochmal drum kümmern, dass wir vernünftige U-Boote designen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier weitermachen. Prepare for War, Manpower plus 1 Million... müssten eigentlich weiter in der Infrastruktur gehen. Und danach gibt es Construction Dockyards. 2 Dockyards, eine Militärfabrik, eine Zivilfabrik. Wir gehen erstmal in Richtung Militärfabrik und Dockyards. So, Unassigned Divisions. Echt? Okay. Dann könnt ihr gerne damit rein. Das ist kein Problem. Noch Unassigned Divisions. Dann gehst du damit rein. Noch mehr? Ach, okay, da unten. Ja, 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 okay. Da müssen wir erstmal abwarten. Das ist klar, dass wir da unten Unassigned Divisions haben. So. Tja, ihr Lieben. Das sieht doch erstmal gut aus. Dann können wir tatsächlich erstmal auf mittlere Geschwindigkeit gehen. Und mal gucken, wie es jetzt aussieht, wenn wir gleich Construction. Okay. Das ist auch gut. Einmal Pause. Ich würde jetzt gerne in die Underground Minings gehen. Das ist Ressourcen Gain Efficiency bei 5%. Und wir müssen vor allen Dingen auch unsere maximale Produktionsobergrenze erhöhen. Und jetzt schauen wir nochmal in die U-Boote rein. Ich werde nämlich sehen, was wir hier... Was, oh Gott, was hat die KI denn? Was haben die denn hier alles zusammengebaut? Also was ich ja persönlich ja überhaupt nicht mag, das ist der... Das Spezialfall und der Kriegsschiff und das Kriegsschiff vom Kriegsschiff und dann noch ein Spezialfall und U16, U16. Was sind das denn alles für Schiffe? Das ist ja der Wahnsinn. Erstmal machen wir erstmal alles aus. Wir wollen erstmal nur die U-Boote haben. So. Production Cost 270, 350.
Das sind Typ 1, das sind Typ 2. Also wenn überhaupt, wollen wir... Da gibt es auch noch outdated Equipment. Warum ist denn das nicht outdated? Also 1 ist für mich ganz klar outdated. So, jetzt gucken wir uns das erstmal an, was der hat. Einen Motor und ein Torpedorohr. Auch nicht sehr viel mehr. Coastal Submarine. Aber wo ist denn hier der Unterschied? 310 und 370 kosten. Ich sag mal, das Problem ist, wir können nicht mal wirklich viel mehr machen. Wir können noch ein paar mehr Torpedorohre reinbauen. Submarine Engine. Wir haben nichts mehr. Ja. Also das können wir uns auch ersparen. Da müssen wir echt erst weiter erforschen. Okay. Weiter geht's. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Wann ist unsere Mittelmeerflotte da? Da möchte ich nämlich gerne vor dem Krieg auch noch die entsprechenden Befehle geben. So, die Mittelmeerflotte ist da. Okay. Ihr solltet auf jeden Fall alle trainieren. Also, die ganzen Flotten werden auf jeden Fall alle trainieren. Ihr bitte. Wenn wir das ausmachen, geht er dann automatisch wieder zurück. Ah, schade. Das heißt, wir müssen die Befehle alle neu geben. Na gut, dann machen wir das. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Training. Das ist erstmal wichtiger. Und da haben wir noch die Admirals vergessen. Lass mal da erstmal trainieren. So, ihn haben wir. Ihn haben wir. Er bekommt einen Admiral für Aufklärung. Das ist Tirpitz. Das ist gut. So, die Strike Force, beziehungsweise ich würde tatsächlich sogar die hier damit reinsetzen. Die kriegen ja die gleichen Befehle. Ah, das wird unsere Strike Force. Und da können wir Blockade Runner nehmen. Reinhard Scheer oder Maximilian von Spee. Ich glaube, die nehmen sich beide nicht viel. Dann nehmen wir Reinhard Scheer. So, okay. Sehr schön. Weiter geht's. Die sind am Trainieren. Das Wichtige ist nämlich das Training, denn ihr seht, die haben Damage und Defense reduziert, wenn sie nicht trainiert sind. Und das ist natürlich doof. Der Schliefenplan. We have tried negotiation with France to keep them out of the war between our alliance and the Russians. Okay, und so weiter und so fort. Execute the Schliefen-Moltke-Plan. Execute the 1905 Schliefenplan. Oder we are not ready yet. Dann würden wir nicht den Krieg erklären. The United Kingdom normally backs Belgium. However, surely those cowards won't actually declare war on us in case of the invasion. What should we do? Seiner Majestät. Also, wir erklären einen Krieg gegen Belgien und der Schliefenplan wird ausgeführt. Wir erklären einen Krieg gegen Belgien und Niederlande. Join Belgien in the war against German Empire. Weiß ich nicht. Finde ich jetzt irgendwie unsinnig. Ich denke, wir werden den klassischen Schliefen-Moltke-Plan ausführen. German Empire, declare war on Belgium. Da bin ich mal sehr gespannt. Für das Reich, für das Vaterland, declare war. The Austrian-Hungarian Empire, declare war on Serbia. Und wir sind jetzt im Krieg. Wir gehen mal direkt in die Pause. Und schauen uns das Ganze mal an. Wir sind im Krieg gegen Österreich, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Russland und Serbien. Und ihr Lieben, damit endet die zweite Folge von The Great War. Und mir gefällt es tatsächlich ziemlich gut. Und es macht Spaß und es fühlt sich auch relativ gut abgestimmt an. Gerade auch diese Hochseeflotte. Also auch die so zu positionieren und die ganzen Zerstörer und Namen, da steckt so unglaublich viel Arbeit drin. Daher nochmal auch vielen Dank an die Entwickler für diese tolle, tolle Mod. Mir gefällt sie sehr gut in dem Sinne. Hier ist schon die erste Schlacht, die wir verlieren. Da müssen wir uns echt ein bisschen ranhalten. Weiter geht's morgen. Macht's gut bis dahin. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Macht's gut. Bis morgen. Euer Strategien. Ciao, ciao.